2023 ist fast vorbei und wir sind zusammen hier an Silvester wieder ein Jahr vorbei. Ich habe dir eine ganz wichtige Frage mitgebracht, die an Silvester ein großes Thema ist, wenn nämlich das falsche Arschloch dir sagt, ich liebe dich. Warum tun das Menschen? Ich habe dir deswegen was kleines Toxisches mitgebracht, weil nicht selten gerade zu Silvester Leute weich werden, Sachen zu sagen, warum und auch teilweise dann mitzumachen, sich später denken, warum habe ich nur noch mal die Tür aufgemacht? Außerdem ein kleiner Rückblick, denn es sind wundersame Sachen passiert, wie zum Beispiel die 100.000 auf YouTube haben wir gemeinsam besprochen. Mein Gott, habe ich mich darüber gefreut. Wir haben jede Woche einen Podcast rausgebracht. Wie sehr habe ich mich darüber gefreut. Danke ans Team. Danke auch an all die Menschen, die die Sachen nicht nur anhören und anschauen, sondern auch anderen empfehlen. Wir haben das gesamte Jahr gecoacht und haben zig Beziehungen gerettet. Ich hatte so schöne Erlebnisse, wo Leute wieder mit jemandem zusammengekommen sind und dann solche Aussagen zustande gekommen sind wie Emanuel. Für mich ist es fast Magie, wie diese Sachen gewirkt haben. Und ja, sie sind wieder ein Team geworden, sind zusammen Urlaub gefahren, wieder zusammengekommen. Familien wurden gerettet. Oh ja, das ist mal das Schönste für mich, wenn ich Bilder kriege von Babys, die auf die Welt gekommen sind, Paaren, die geheiratet haben. Und wir kriegen dann die Heiratsanzeige oder hey, wir sind verlobt. Das Bild mit dem Ring, all diese Sachen, wir sind zusammengezogen. Ganz, ganz lieben Dank auch für viele Kommentare, für Fragen, die wir dann wiederum im YouTube Live am Montag wiederum wiedergegeben haben. Danke meinem Team, was jeden Montag mir die Themen mit vorbereitet, teilweise live dabei ist, Fragen beantwortet auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Es war schön, viel im Fernsehen gewesen zu sein und zu helfen dort, direkt beim Frühstücksfernsehen. Hier und da gab es auch Kommentare zum unglaublich spektakulären und auch sehr lustigen und auch sehr dramatischen Paarsituationen im Sommerhaus Bauersuchtfrau. Es gab viele, viele Momente, wo ich Interviews geben durfte. Und das Schönste ist einfach hier für dich, für euch da zu sein. Ich wünsche mir für dich was ganz Besonderes. Ich habe eine kleine Übung mitgebracht, ein Geschenk. Dieses Geschenk gibt es natürlich am Ende. Ganz kurz, warum wird genau heute und warum habe ich heute mir auch mitgenommen, dich zu warnen? Ich habe schon ganz unangenehme Silvesterabende erlebt, weil natürlich da der ein oder andere wieder quasi so aus seinem Loch rausgekrochen kommt und denkt natürlich heute, hihi, chin chin, schön angetrunken. Mal auch mit einem narzisstischen Hintergedanken. Heute geht doch mein kleiner Gruß durch. Heute geht doch mein kleiner Booty-Call durch. Das ist die SMS, die man schickt, wenn man jemanden noch mal kurz in die Kiste kriegen will. Vielleicht um 2, 3, 4. Weil wir alle wollen heute Abend natürlich ein schönes Fest erleben. Wir wollen feiern. Und gleichzeitig kommt auch der Moment, wo wir uns fragen, und jetzt, wohin, welcher Club oder welche Couch oder sonst was. Und da ist natürlich hoffentlich Tür und Tor offen für Menschen, die gut für dich sind, die du vielleicht noch ab 2, 3 treffen kannst, um vielleicht noch mit denen zu kuscheln, vielleicht mit denen noch eine gute Zeit zu verbringen. Aber da werden auch Nachrichten und Grüße dabei sein von Menschen, die es nicht ernst meinen. Leider. Warum sagt ein Narzisst ausgerechnet an Silvester gerne morgens um 1, 2 oder 3 Uhr Hicks oder sonst was oder natürlich die beiden Gläschen, die anstoßen, ich liebe dich. Warum kommen solche Aussagen? Weil die Person ausnutzen will, dass du gerade in einem Hoch bist. Wir haben ein Fest, wo alles ballert, knallt, böllert etc., wo man häufig nicht ganz nüchtern ist und wo man gerne natürlich diesen Moment hat, wo ist mein Mistletoe, wo sind die Mistelzweige, wo man sich küsst. Der Silvesterkuss ist hart aufgeladen. Und erstens, warum der Narzisst das macht, ist also, er will diesen Hochmoment abgreifen, weil wenn alle sich freuen und feiern, dann kann man auch mal jemanden kurz in den Arm nehmen, der sonst Nein gesagt hätte und jetzt mitmacht. Zweitens, natürlich kriegt auch eine narzisstische Persönlichkeit zu diesem Fest häufig so ein bisschen Einsamkeit. Weil man hat sich die Freunde vielleicht verprellt, man hat vielleicht die verschiedenen Lieben ein wenig ausgenutzt, betrogen etc. Und jetzt überlegt man sich natürlich, wo kann ich landen? Na, dann probiere ich doch einfach mal 10 Nachrichten, 5, 7, 3, 2, 8, 12, an welche, wo ich denke, dass vielleicht was gehen könnte und knall einfach mal Lovebombing, ich liebe dich raus. Danke für den Like, wenn du das Video unterstützt. Hilft anderen zu finden und auch gewarnt zu sein. Wichtig, ne? Und wie immer, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, auch um keine weiteren Videos zu verpassen in 2024. Das ist also der nächste Punkt. Hier wird drittens, ich habe es gerade nebenbei rausgebracht, Lovebombing betrieben. Das heißt, ruhig mal wieder rausblasen, weil je nachdem, in welchem Zustand du bist, knallt das bei dir rein. Er hat dich vielleicht betrogen. Er hat echt Scheiße gebaut oder sie. Hat sich daneben benommen, aber in diesem erhöhten Zustand so eine Nachricht
ich liebe dich. Oh, wer kann da schon widerstehen? Du vielleicht jetzt, aber ungewarnt könnt vielleicht widerstehen. Und es geht das Geschreibe los von ach Quatsch oder ich dich auch, weil ich hatte halt auch so einen emotionalen Moment. Ja? Die narzisstische Persönlichkeit kennt keine Scham und kennt auch keine Grenze, wenn es darum geht, jetzt gerade zu Neujahr und Silvester sich nochmal irgendwo einzuhaken, reinzutanken, Gas zu geben, abzugreifen. Was daraus am 2. oder 3. Januar wird, das wissen wir beide nicht oder wir wissen es vielleicht jetzt schon. Denn meistens kommen nach den Hochs wieder die Tiefs. Das heißt, bitte, heute Abend reagiere auf die, bei denen du spürst, dass sie es ernst meinen, die deine Wellenlänge haben, die von dir Seelenverwandter sind, die dir gut tun. Geh nicht darauf, wo es am meisten kribbelt und am spannendsten ist, ob es vielleicht jetzt klappt, sondern wo du weißt, dass es am schönsten ist, wo du auch den 1., den 2., den 3. Januar gerne mit jemandem verbringst, der dann auch gerne mit dir die tiefen Gespräche, die Spaziergänge, ein Neujahrsessen gerne macht und dann nicht gleich weg ist oder mit 10 anderen schon wieder am Schreiben ist, nachdem er morgens bei dir aufgewacht ist. Ich würde dir deswegen gönnen, dass du traumhaft, dass du nicht toxisch, sondern dass du schön und gesund und wohlbehalten ins neue Jahr kommst. Dort, wo wir uns wieder treffen werden. Dort, wo ich gerne wieder Woche für Woche Videos produziere aus deinen Fragen, aus euren Fragen, die ihr jetzt gerne auch in die Kommentare schreiben könnt. Was wünscht ihr euch für Themen für 2024? Ich danke euch jetzt schon. Ich danke für die Likes. Abonnieren, Kanal, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im neuen Jahr mit Podcast, mit Reels und Shorts auf YouTube, auf TikTok und Instagram. Wir werden uns sehen, wahrscheinlich wieder über die Glotzes Fernsehen oder vielleicht im Radiointerview oder du schlägst irgendeine Zeitung auf. Was auch immer dich beschäftigt, teile es mir mit, teile es uns mit. Du kannst uns schreiben auf Insta, du kannst uns schreiben auf Facebook, du kannst uns schreiben team@imalalbert.de, deine Wünsche. Und ich mit meinem gesamten Team, mein gesamtes Team und ich, wir freuen uns, gemeinsam für dich auch 2024 da zu sein. Und jetzt heißt es aber erstmal hoch die Tassen, hoch das Hemd und mitgemacht. Ein wunderschönes Silvesterfest 2023. Wir sehen uns im Neuen. Alles Gute und guten Rutsch. Dein Team-Date-Doktor und dein Beziehungscoach Immanuel Albert. Bye, bye.